Heute werden wir nicht ganz so lang, versprochen. Wisst ihr, was ich so toll finde an euren und ihren Bildern? Wenn wir so diese Reise durch Mitteleuropa machen, sieht man immer wieder, wie schön wir leben und welche besondere Vielfalt wir haben. Grüße Sie und grüße euch. Und mit der Vielfalt beginnen wir an einem fast weißen Strand, und zwar an der Ostsee, beim Sebastian. Im Hintergrund sollte man Rügen erkennen, da ist es allerdings recht dunstig. Vorgestern war es an der Nordsee recht dunstig, da war es gestern klar wie hier auf Sylt. Das könnte auch in Italien irgendwo sein. Tiefblauer Himmel, total warm, kein Wellengang auf der Nordsee. Auf dem Rennsteig sah man einen schönen Sonnenuntergang und die Heike hatte geschrieben, dass ein Gewitter vorbeigezogen ist. Da tat sich nicht so viel. Und ganz weit im Süden, das ist nicht mehr in Deutschland, sondern in Kroatien, gab es bei der Sandra und dem Dirk diesen Sonnenuntergang. Und in weiten Teilen Deutschlands hat es ja auch solche Farben gegeben. Das war wie fotogeshoppt. Gestern konnte ich dann rechtzeitig nicht mehr das Handy zücken. Wir gehen aber zurück nach Deutschland und zwar an die untere Elbe zur Claudia, auch mit einem ganz tollen Bild. Und das war diese mystische Stimmung. Noch Sonnenschein, diese Hitze. Kennt ihr das, wenn das Grillengezirpe dann langsam aufhört, der Wind steht und im Hintergrund rollen die Gewitter an, die ja angerollt waren, auch bei der Sabine über Heilbronn. Endlich gab es Regen in Form von Gewittern und in der Nähe von Calw bei der Petra ebenfalls eine Gewitterwalze, die herangezogen kam mit ergiebigem Regen. Und auch am Untersee über dem Bodensee im Hintergrund rollte hier beim Jan Grafmüller die Gewitterwolke auf. Und man erkennt hier an dem See, schaut mal, der Wasserstand vom Bodensee ist ziemlich weit unten, da wird es richtig schlickig und es dauert, bis da wieder das Wasser ansteigen wird. Und damit starten wir in die Sendung. Wie viel Wasser hat es gestern gegeben an der Konvergenzlinie, wo die Winde aufeinander geprallt sind, Gewitterwolken stiegen auf und lokal gab es zum Teil hohe Regensummen vom Emsland bis zur Elbe. Und das waren die Regensummen, die runtergekommen waren. Emden zum Beispiel 60,6 Liter auf den Quadratmeter. Natürlich kann nicht überall das Wasser sofort versickern, sondern es ist oberflächlich abgeflossen. Aber es geht in die Bäche und dann in die kleineren Flüsse. Und auch das ist wichtig, dass da mal so ein bisschen Schwung und frisches Wasser reinkommt, damit Sauerstoff und kühlere Temperaturen auch in die Gewässer kommen. Was soll denn an Wasser runterkommen? Wir machen eine ganz kurze Abfolge der Modellberechnungen für die kommenden 5 Tage nur. Das amerikanische GFS-Modell zeigt vor allen Dingen im Südosten und im Südwesten Regen. Das europäische ECMWF-Modell überall relativ ausgeglichen. Das britische Modell UCMO, das da ja sehr offensiv nach vorne prescht, ist immer noch dabei. Im westlichen Alpenbogen und im Süden Deutschlands gibt es die höchsten Regensummen. Und ein bisschen entspannter sieht es das deutsche Modell Icon mit allerdings recht hohen Regensummen, ziemlich verbreitet. Die meisten vom Thüringer Becken bis zur unteren Donau und dann auch von Vorarlberg bis Richtung Frankreich. Dazwischen nicht so viel. Aber es ist ähnlich mit den Niederschlagssummen hier wie mit den Gewittern. Wir bekommen eine Lage, das können die Modelle nicht berechnen. Das funktioniert einfach nicht. Weil da ist ein Tief, das dreht sich, in dieses Tief werden Regengebiete reingeführt. Dann entstehen noch dabei Schauer und Gewitter, die das Ganze verstärken. Und dann kommen auch noch Gebirge dazu, die das Ganze anheben. Und da kann es in diesem Streifen so viel Regen geben, dass man sich denkt, boah, das ganze Monatssoll kam runter und hinter der nächsten Bergkuppe fällt kaum etwas. Die Tiefstwerte gestern, 10 Grad in Oberstdorf, das war der kälteste Tiefstwert. 20 Grad gab es in Duisburg, 21 Grad an der Ostsee, 34 Grad an der Elbe gerundet, 33,5 Grad und im äußersten Westen, wo ja Wolken drüber gezogen waren mit Regen, da waren es nur 21 Grad in den westlichen Mittelgebirgen. Kommen wir zur Wetterlage. Der kommende Nacht, da flutscht dieses Tief nach Süden. Tief Jelena ist abgezogen und Tief Karin folgt nach, pumpt warme oder heiße Luft nach Norden und gleichzeitig kommt immer feuchtere Luft an und das passiert eben ganz, ganz langsam. Dann ist das Tief durchgezogen, das Bodentief ist weg, aber wir haben immer noch ein Höhentief da mit kühlerer Luft, die einfließt und gegen die Alpen fließt und entsprechend gibt es dann hier noch einige Stauregenfälle. In den Hochlagen übrigens auf den Gletschern kommt das Ganze als Schnee runter. Und normalerweise gehen wir jetzt noch einen Zeitschritt weiter für den nächsten Dienstag. Und das machen wir zwar auch, aber wir nehmen 2 Modellberechnungen. Einmal der sogenannte 18er. Und dann lege ich jetzt keine Hochs und Tiefs drauf. Wir haben hier diesen Wärmebuckel in 5,5 Kilometer Höhe, hier den Wärmebuckel und dazwischen eine Einbuchtung, wo so ein Tief durchflutschen soll. Und diese Linien, die ich da eingezeichnet habe, das ist praktisch die Begrenzung zwischen dem Hoch und dem Hoch,
Da flutscht die feuchtere Luft durch von Nordwesten gegen die Alpen. Es wäre relativ kühl und ein Regengebiet würde herankommen. Derselbe Zeitraum, nur das Modell von der Berechnung vorher, das war der sogenannte 18er und der 12er, kippt das Ganze in die andere Richtung, macht nämlich eine Hochdruckbrücke und den Deckel drauf. Da wäre dann kein Regen dabei und keine kühleren Temperaturen. Da gibt es also auch große Unsicherheiten in der kommenden Woche. Der heutige Tag bringt viel Sonnenschein. Im Laufe des Tages entstehen Quellwolken, vor allen Dingen ab Main und Mosel nordwärts. Und ganz vereinzelt sind mal Schauer oder kurze Gewitter dabei, aber mehr nur so Privatschauer und Gewitter. Ganz, ganz klein, regional eng begrenzt, auch auf der Alpensüdseite. Dazwischen super viel Sonnenschein. Der Wind ist schwach bis mäßig unterwegs, kommt aus südwestlichen Richtungen bei 27 bis 33 Grad. 23 Grad sind es auf der Nordsee. Auf Sylt gibt es dann wieder ein bisschen mehr Wellen und kühlere Luft und 26 Grad im Bayerischen Wald im Mühl- und Waldviertel. Der morgige Mittwoch ist in der Osthälfte sonnig und heiß. Im Westen ziehen aus der Nacht heraus Regenwolken vorbei, die über die Benelux-Länder bis auf die Nordsee raufziehen. Auf der Alpensüdseite gibt es auch ein paar Schauer und Gewitter ab Osttirol westwärts. Und der Wind wird konvergent, kommt aus verschiedenen Richtungen herangezogen. Einerseits mit der Heißluft aus Osten und mit der kühleren Luft aus Westen. Von der Nordsee die Luft und gleichzeitig aus Italien die Luft. Und da, wo die Winde aus allen Richtungen aufeinanderprallen, da wird was passieren. Kommen wir gleich zu. Temperaturen in der Westhälfte, wo es schon abgekühlt hat, 20 bis 29 Grad, in der Osthälfte 30 bis 36, vielleicht sogar die 37 Grad. Die Luftmasse würde es hergeben, aber es wird eine knappe Kiste. Warum passiert hier tagsüber noch nichts? Da ist ein Deckel drauf. In 5,5 Kilometer Höhe ist die Luft noch zu stabil. Aber dann, wenn der Deckel abends verschwindet, dann ballert das los. Von Südwesten her zieht über die Schweiz ein Schauer- und Gewittergebiet heran. Die Gewitter werden gar nicht mehr so wahnsinnig stark sein. Aber der Regen, der dann folgen wird, das wird und kann Starkregen sein. Am Donnerstag haben wir dann im Süden die kräftigsten Schauer und Gewitter und ab den Mittelgebirgen nordwärts bis vor allen Dingen zur Ostsee rauf. Zahlreiche Schauer und Gewitter, die mal kräftig ausfallen können, die sich zum Teil an Ort und Stelle halten und sehr viel Regen bringen können mit lokaler Überflutungsgefahr. Dazwischen und auf der See scheint immer mal wieder die Sonne und der Wind ist wieder konvergent, vor allen Dingen im Nordosten. Es kann also genau da sein, wo wir gestern schon die ergiebigen Regenfälle hatten, dass die da am Donnerstag auch passieren werden. Temperaturen im Westen 19 bis 27 Grad, im Osten 28 bis 36 Grad. Am Freitag, da wird es dann der spannendste Tag sein in Sachen Niederschläge. Im Nordosten, wo noch die Warm- bzw. Heißluft herumgeführt wird, haben wir Schauer und Gewitter. Auf der Alpensüdseite ebenfalls. Und mit Nordwestwind drückt es den ganzen Schlons gegen die Alpen. Und hier wird es dann ergiebige Regenfälle am wahrscheinlichsten geben mit eben dem Stauregen. Drumherum Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter. Der Wind kommt aus nordwestlichen Richtungen, wird ab den Alpen dann umgeleitet auf West bis Südwest, wird ein unangenehmer Tag in den Regengebieten, vor allen Dingen wird es sich ziemlich frisch anfühlen. Die Temperaturen erreichen 22 bis 30, im äußersten Osten bis zu 31 Grad, im Südosten Österreichs 32 Grad und im Regen sind es nur 14 bis 21 Grad. Also Regen, ergiebiger Regen, böiger Wind und 14, 15, 16 Grad. Das fühlt sich dann richtig nach Herbst an und in anderen Gegenden ist es wieder hochsommerlich. Ganz kurz der Samstag, in der Südosthälfte noch Schauer und Gewitter, je nach Sonnenschein Dauer 18 bis 28 Grad. Am Sonntag ziehen sich die Schauer nach Südosten zurück. Von der Nordsee her zieht wieder Gewölk auf mit ein bisschen Regen am Nachmittag. Dazwischen Sonne und Wolken bei 20 bis 29 Grad. Kommen wir schon zum Ende, auf zwei Ensembles noch zu sprechen. Für den Nordwesten nehmen hier Amsterdam und sehen, ihr wisst, die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe, also das Klimamittel, und die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen, die wir im Bund finden. Und hier oben turnt lalalala der Grüne rum. Das ist der sogenannte Hauptlauf, der berechnet wieder eine Hitzewelle, aber was für eine. Und ein paar andere Läufe sind auch dabei. Der große Rest bleibt weiter unten. Niederschläge sind immer mal wieder dabei. Ganz so trocken schaut es jetzt für Ende August nicht mehr aus. Und das europäische ECMWF-Modell macht diesen Wärmeberg nicht im Hauptlauf, sondern mit Einzelläufen, macht viel mehr und ergiebigere Niederschläge, die Temperaturen aber überdurchschnittlich. Und wenn wir in den Südosten gehen, dann nehmen wir dann Salzburg. Da haben wir wieder das amerikanische Modell mit
dem Hauptlauf, der in die Hitze gehen mag und relativ wenige Niederschläge, starke Niederschläge rund um Donnerstag, Freitag, Samstag mit der Gefahr von Überflutungen. Da werden die Alpenflüsse gut gefüllt, hier nach dem Modell, und das europäische ECMWF-Modell ist da ebenfalls sehr offensiv und ballert richtig viel Regen runter. Danach würde es allerdings auch wechselhaft bleiben und nicht ganz so warm. Jetzt hält uns die Wetterküche mal wieder in Atem, und die Sonne lieben und die Wärme oder Hitze, die genießen den heutigen Tag. Ab morgen kommt zumindest für ein paar Tage mal eine Änderung. Bis später.